Welches Zubehör der Blaupunkt-Alarmanlage macht Sinn? Wir schauen uns die einzelnen Teile an und stellen unseren Favoriten vor. Um alle Türen und Fenster zu sichern, haben wir sie mit zusätzlichen Sensoren ausgestattet. Im Vergleich zum Basisset sind die neuen Kontakte nicht vorinstalliert und müssen erst eingelernt werden. Folgenden Ablauf muss man mit allen neuen Geräten absolvieren. An der Zentrale den roten Knopf so lange drücken, bis die linke grüne Leuchte blinkt. Den Batterieschutz des Sensors entfernen und auf den Lernknopf drücken. Auf die Außensirene wollen wir auch nicht mehr verzichten, denn die schreckt bereits von außen ab, da sie gut sichtbar neben der Eingangstür hängt. Im Alarmfall blinkt das Licht und der schrille Alarmton ist nicht zu überhören. Für den Schutz im Untergeschoss befestigen wir Glasbruchsensoren an den Kellerfenstern. Die Geräte erkennen Vibrationen und würden das System im Falle eines Einbruchversuchs alarmieren. Zudem haben wir Feuermelder installiert. Die müssen nur an der Decke angeschraubt und eingelernt werden. Für alle Besitzer von Katzen oder kleinen Hunden macht der haustiersichere Bewegungsmelder Sinn. Der löst nämlich nur aus, wenn eine Bewegung von über 27 Kilo vernommen wird und somit nicht, wenn die Katze auf Rundgang ist. Das Wandpanel macht eine schnelle Aktivierung der Alarmanlage möglich. Es kann entweder über die Eingabe des Codes gesteuert werden oder durch Auflegen der Tags. Smart Home Komponenten. Alles im Blick hat man mit der IP-Kamera. Dank der Nachtsicht-Infrarot-LEDs kann sogar bei Dunkelheit eine ausreichende Videoqualität erzielt werden. Mal eben von unterwegs die Kaffeemaschine ausschalten oder das Licht im Wohnzimmer ein? Mit den smarten Steckern gar kein Problem. Mit dem Rollladenrelais lässt sich über die App das Rauf- und Runterfahren steuern. Koppelt man den Temperatursensor an das Gerät, fährt der Sonnenschutz runter, sobald der Raum eine gewisse Temperatur erreicht hat. Unser Favorit ist der Multifunktionsmelder. Er kann Bewegungen, Rauch, Hitze und Temperaturveränderungen wahrnehmen und sich im Gefahrenfall mit der Sirene bemerkbar machen. Die Funktionen lassen sich im Portal beliebig konfigurieren. Und somit ist der Melder ein echtes Allround-Talent.